Weniger CO2 ausstoßen und unabhängiger werden. Das sind zwei große Ziele der Salzburger AG, denen man mit der Eröffnung des neuen Biomasseheizkraftwerks Sitzenheim 2 einen großen Schritt näher gekommen ist. Wir produzieren bereits in dieser Heizsaison Strom und Wärme für die Kunden, erneuerbaren Strom und Wärme. Wir können mit der Fernwärme jetzt fast 8.300 Haushalte mit erneuerbarer Wärme versorgen und beim Strom über 9.500 Haushalte. Aber man muss auch den richtigen Brennstoff dafür haben, um unabhängiger zu werden, müssen wir mehr und mehr weg vom Gas. Und es ist uns gelungen, hier den Anteil der Erneuerbaren von einem Viertel auf 40% mit nur einer Anlage hier zu erhöhen. Das ist genau die richtige Richtung und wir sind wirklich sehr, sehr gut am Weg. Die Umsetzung des neuen Kraftwerks, das sowohl Strom als auch Fernwärme produziert, ist in Rekordzeit erfolgt. Mit Spatenstich im Februar 2022 hat das Ganze begonnen und wir haben nach 14 Monaten Bauzeit dann das First Fire, das sogenannte First Fire, das erste Feuer im Kessel gestartet. Das Ganze schneller wie geplant. Denn eigentlich sollte das neue Biomasse-Heizkraftwerk erst in einigen Wochen fertiggestellt werden. Ja, zuerst einmal ist es ein Riesenwerk an Ingenieurskunst auch und toll, was die Firmen hier geleistet haben, auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Salzburger AG. Da muss man schon den Hut ziehen. Das ist wirklich ganz gigantisch, was hier in nur 20 Monaten nach intensiver Planung auf die Beine gestellt wurde. Und für uns ist es strategisch sehr wichtig, weil wir einen wichtigen Schritt weiter zur Dekarbonisierung kommen. Mit Sitzenheim 2 ist ein großer Schritt gelungen. Dennoch geht die Dekarbonisierung bei der Salzburger AG in großen Schritten weiter. Das Thema Dekarbonisierung beschäftigt uns, wenn Sie so wollen, an allen Ecken und Enden. Das Thema Fernwärme beschäftigt uns. Da gibt es die nächsten Projekte, die zum Beispiel die Südspange, also wirklich das Netz auszubauen, dass Fernwärme noch besser verfügbar wird. Wir haben gerade eröffnet das Photovoltaikkraftwerk, also den Spatenstich gemacht für das Photovoltaikkraftwerk in Eugendorf. Wir haben bauen gerade an Wasserkraftwerken, wir sondieren gerade Windstandorte. Das Thema erneuerbare Energie und Dekarbonisierung, das ist unsere DNA und da machen wir Tempo.